Der Lieblingsaspekt für Führhund ist, die Freiheit wieder zu kriegen. Ne? Man kriegt mit dem Führhund wieder fast die Freiheit des Sehenden, weil der Hund um die Hindernisse herumgeht. Mhm. Ne? Das ist halt, mit dem Stock geht es bis zum Hindernis und dann steht man dort und muss erstmal überlegen, was haben wir denn jetzt? Was ist denn jetzt für eine Situation? Der Hund muss natürlich auch in gewissen Situationen, wenn man so am eine Straßenübergang ist, muss der Hund natürlich auch die Hilfestellung des Führhundhalters bekommen. Nämlich wann kann ich üben dem, wann darf ich über die Straße, wann darf ich nicht über die Straße. Ne? Aber auf dem geraden Weg kann man sich auf den Hund verlassen. Man muss sich auf den Hund verlassen. Genau. Weil wenn man selber anfängt zu sagen, ja Moment mal, hier ist ja gar nichts, der Hund soll ja mal einfach, das ist nicht richtig. Bleibt der Hund stehen, gibt es einen Grund, warum der Hund stehen bleibt. Und dann ist es die Aufgabe des Führhundhalters zu prüfen, warum bleibt der Hund stehen. Das ist, und wenn, ein Hund bleibt nicht ohne Grund stehen. Ja. Wenn der Weg frei ist, dann führt der Hund gerade durch. Ne? Wenn, wenn der Hund vor sich ein Hindernis hat, bleibt er stehen. Dann muss man ihm entweder erstmal selber prüfen, was für eine Art von Hindernis. Und wenn man es nicht direkt eruieren kann, dann sagt man halt rum, beziehungsweise der Hund sucht dann den Weg um das Hindernis herum. Man muss natürlich die Geduld aufbringen, dass ein Führhund nicht von jetzt auf gleich so funktioniert, so nach dem Motto, ein Führhund ist ein Stock, ein Führhund ist kein Stock, ein Führhund ist ein Lebewesen, worauf man sich natürlich auch einstellen muss, beziehungsweise auch der Führhund als solches muss sich auf den Führhundhalter einstellen. Ja. Also nicht davon ausgehen, man hat heute einen Hund und in 4 Wochen funktioniert er. Man muss also da durchaus ein Jahr mit rechnen, bis das so funktioniert, dass man sagen kann, ah, jetzt sind wir wirklich eingespannt. Man kann durchaus sagen, in 8 Wochen schafft man es so hinzubekommen, dass man auch Gespannprüfungen und so weiter hinbekommt. Ja. Aber man muss immer wieder dabei bleiben. Das heißt also, wenn man jetzt den Hund wie einen Stock in die Ecke stellen würde, dann würde irgendwann es nicht mehr funktionieren. Das heißt also, man sollte einen Führhund auch kontinuierlich nutzen. Nicht nur so, heute nutzen wir ihn, morgen nicht, sondern jedes Mal, wenn man rausgeht, nimmt man den Hund mit, nimmt man den Hund als Führhund mit. Und die ganze Führhundzeit ist auch eine Trainingszeit. Ne? Ja. Das heißt also, es ist nicht so, dass nach einem Jahr, ah, der Hund ist fertig, jetzt kann er. Ne? Nee, das geht dann auch über Jahre. Ne? Über Jahre ist der Führhund immer wieder ein Trainingspartner, den man immer wieder neu trainieren muss, auch immer wieder neu zeigen muss. Das ist also sehr, sehr wichtig. Also wenn man sich für einen Führhund entscheidet, dann heißt es wirklich 10, 12 Jahre mit dem Hund. Genau. Und nicht, man kann nicht einfach sagen, so, ich gebe die Verantwortung jetzt auf den Angehörigen ab. Also da sollte man schon, der Führhund gehört zum sehbehinderten Blinden und nicht zum Angehörigen, nicht zum Partner. Und auch wenn es regnet oder wenn es auch kalt ist. Auch wenn es regnet, auch wenn es kalt ist, Schnee ist, auch dann kann man nicht sagen, ich schicke jetzt meinen Partner mit dem Hund. Ne? Ja. Ne? Sondern, weil es gerade mal regnet, sondern man kann eher sagen, hier, der Partner geht mit, aber man muss selber mit dem Hund gehen. Also es geht nicht, also, dass man dass ein Führhund ein Gutwetterhund ist. Ne? Ja. Führhund ist ein Alltageshund. Ne? Jeden Tag, jede Situation, jedes Wetter muss der Hund raus. Und das muss man wissen. Ne? Das muss man auch wirklich sagen, das will ich. Ne? Ich will mit dem Hund jeden Tag rausgehen. Man sollte schon generell davon ausgehen, dass ein Hund 3-mal am Tag raus muss. Es gibt auch Einschränkungen. Das heißt also, ein Hund kann auch mal krank werden. Wenn ein Hund krank ist, dann kann er nicht führen. Dann muss der Hund halt, muss man mit dem Hund gehen. Und wenn der Hund Durchfall hat, dann muss man, da braucht man natürlich dann auch häufig eine Hilfe eines Sehenden. Aber es geht, man kann es. Also ich weiß, der Hund vor dem Sam
wenn der krank war, dann musste man sich um den Hund kümmern. Ne? Genau. Es ist also nicht so, dass man dann sagen kann, hier, du musst trotzdem jetzt arbeiten. Das geht nicht. Wenn der Hund krank ist, muss man auf den Stock zurückgreifen. Man kann nicht nur die Mobilität auf den Hund ausrichten und Hund ist krank, so ich da kann jetzt nicht mehr raus. Das darf nicht passieren. Man muss trotz allem mit dem Stock laufen können. Das kann man sehr gut trainieren, wenn der Hund in der Freizeit läuft, dass man dann ein Stück mit dem Stock läuft. Ein Hund lohnt sich. Also das Hund ist also etwas, wo man wirklich sagen kann, der kann einen sehr gut ergänzen. Aber man muss immer dran denken, ein Hund ergänzt ein Leben lang, ein ganzes Hundeleben lang, und man muss halt dementsprechend auch die Zeit aufbringen für den Hund. Alleine, dass wie viele Leute man kennenlernt, die selber einen Hund haben. Ne? Genau. Man muss den Mut haben. Man muss auch den Mut haben, dann die Leute kennenzulernen. Ne? Und die Leute können einem ja auch durchaus dann helfen. Also der Vorteil eines Führhundes liegt natürlich darin, im Gegensatz zum Stock, dass er die Hindernisse umgeht, während ein Stock natürlich nur die Hindernisse zeigt. Ansonsten lohnt es sich, einen Führhund immer wieder zu nehmen. Toll.